Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und somit zu einem neuen Video. Ja, ich kann es gar nicht glauben, aber wie ihr es im Titel wahrscheinlich schon gelesen habt, es handelt sich hier heute in diesem Video um meine Winterfavoriten. Wo ist die Zeit schon wieder geblieben? Es ist Wahnsinn, wir haben einfach schon November. Ja, aber ich würde sagen, die gemütliche Zeit ist somit definitiv eingeläutet und ich habe hier so ein paar richtig coole Tipps auf jeden Fall. Mit tollen Produktempfehlungen, die ich euch an die Hand geben kann. Und in diesem Video, wie sollte es auch anders sein, versteckt sich noch eine richtig coole Black Week Aktion für euch, die ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten möchte. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch unfassbar viel Spaß mit diesem Video. Abonniert gerne meinen Kanal kostenlos, falls ihr vielleicht neu eingeschaltet habt und kein Video mehr verpassen wollt, dann könnt ihr auch die Glocke aktivieren, dann wird euch immer das neueste Video von mir angezeigt. Und ja, damit unterstützt ihr mich unfassbar doll für meine Mühe, meine Zeit, die ich natürlich liebend gerne investiere. Aber das ist für uns Content Creator immer so ein richtig cooles Feedback, wo ihr uns sozusagen kostenlos mit unterstützen könnt, worüber wir uns unheimlich freuen. Und ja, ich habe hier so ein kleines Körbchen, wie gesagt, mit allerhand tollen Sachen. Und ich würde sagen, ich starte mit einer Sache, die ich jetzt aufgebraucht habe. Die habe ich jetzt mal rausgekramt für euch, werdet ihr aber auch noch im Aufgebraucht-Video sehen. Und zwar ist das von Teekanne der Hüttenzaubertee. Der schaut so aus. Der schmeckt nach Glühwein, aber eben ohne Alkohol. Der Hund schnarcht wieder im Hintergrund. Ihr kennt das Spiel. Er will nicht alleine sein. Genau, den habe ich entdeckt. Ich meine, es war bei Edeka. Bei DM gibt es den leider nicht. Und den fand ich wirklich sehr, sehr gut. Also muss ich wirklich sagen, werde ich auf jeden Fall Ausschau halten und davon mir Vorrat bunkern, weil der einfach ja, lecker ist. Ich muss auch wirklich sagen, ich bin dieses Jahr zum Tee-Fan geworden. Ich habe die letzten Jahre außer Pfefferminztee oder meine heiße Zitrone nie Tee getrunken. Und dieses Jahr ist es um mich geschehen, ich bin ein Tee-Freak geworden. Also ich weiß nicht, warum die Jahre davor nicht, aber jetzt gerade zur Jahreszeit, ich liebe es, man kann sich so viel herumprobieren. Und ja, dementsprechend ist das eine absolute Empfehlung. Ja, jetzt kommen wir zu dem ultra genialen Angebot. Ihr wisst es ja, ich benutze Yepoda schon seit, ich glaube, über 2 Jahren, wenn nicht bald sogar schon 3 gefühlt. Und da hattet ihr mich unter eines meiner letzten Videos ja gefragt, warum oder wann die The Deepuff Espresso iPads hier von Yepoda wieder verfügbar sind. Und Leute, was soll ich sagen? Sie sind wieder erhältlich im Online-Shop von Yepoda. Ich liebe die, aber ihr kennt mich, also die, die mich schon länger schauen, wissen, ich liebe Augenpads sowieso über alles. Ich meine, ich bin Beauty-Content-Creator. Wie könnte ich da keine Augenpads mögen? Aber die von Yepoda sind wirklich richtig toll. Also die sind relativ groß. Ich zeige sie euch mal. Super getränkt. Also wirklich sehr, sehr durchfeuchtet, aber nichtsdestotrotz haben sie eine angenehme Dicke, sodass sie wirklich gut unter der Augenpartie halten und nicht verrutschen. Also ihr könnt damit auch im Haushalt wuseln und nebenbei irgendwie aufräumen oder so. Das hat man ja bei manchen anderen Marken leider, dass sie verrutschen, weil sie zu dick sind. Das ist bei Yepoda nicht so. Sie enthalten Koffein und sind wirklich schön durchfeuchtend unter eurer Augenpartie. Also man hat danach ein richtig angenehm gepflegtes Gefühl. Man kann die natürlich auch in den Kühlschrank tun. Ja, ich muss sagen, jetzt so diese Herbst-Winterzeit, da neige ich wieder dazu, mir mehr Mühe bei meiner Gesichtspflegeroutine zu geben. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist. Ich glaube, weil es einfach so diese gemütlichere Jahreszeit ist. Aber ja, im Sommer gehe ich dem nicht so nach, was man natürlich aber eigentlich machen sollte. Also für alle, die gefragt haben, es gibt diese auch wunderschön in diesem Glastiegel verpackten Augenpads von Yepoda wieder. Sie sind gerestockt worden sozusagen und ich setze euch mal meinen Rabattcode hier rein. Mit Michelle Black könnt ihr richtig viel sparen. Ich setze euch den Link und das Produkt auf jeden Fall unten in die Infobox. Klickt euch da mal vorbei und was bei Yepoda gerade so cool ist, die haben jeden Tag bis zum 26., also bis zum Ende der Black Week jetzt diese Woche, ein richtig cooles Angebot. Also da bin selbst ich nicht informiert. Das ist richtig spannend. Ich halte auch jeden Tag jetzt Ausschau auf der Website, was man da bekommen kann. Die ja, hauen sozusagen jeden Tag eine richtig coole Aktion raus zu eurer Bestellung und ich würde sagen, vorbeischauen lohnt sich, falls ihr jetzt Produkte eh schon benutzt, sei es auch vielleicht durch meine Empfehlung oder durch jemand anderes, lohnt es sich mit meinem Code euch jetzt vielleicht Nachschub zu sichern
Oder falls ihr sagt, ihr wolltet eh schon mal Yepora ausprobieren, dann ist auch jetzt der beste Zeitpunkt, wirklich in dieser Black Week einfach mal reinzuschauen und sich ein paar Produkte zu ordern. Ich habe stellvertretend, weil ich euch nicht alles zeigen kann, die Produkte aber liebe, das wisst ihr, die mich schon länger schauen, auch nochmal jetzt nagelneu wie in der Dusche stehen. Ihr seht es, deswegen erst wenig benutzt, aber schon etliche Male aufgebraucht ist der The Bubble Double. Das ist ein super toller Gesichtsreinigungsschaum mit Salicylsäure, der auch so ein bisschen gegen Pickelchen und Hautunreinheiten wirkt. Der riecht nach Granatapfel und ich liebe den von der Konsistenz. Also ich zeige ihn euch mal. Ich liebe allgemein Gesichtsschaum. Ne? Das macht einfach Spaß in der Handhabe und ihr seht, wie fluffig der ist. Der sorgt wirklich dafür, dass euer Make-up tadellos vom Gesicht abgenommen wird, sei es einfach beim Gesichtswaschen oder wie ich das immer gerne mache, unter der Dusche, einfach morgens und abends. Ich kombiniere das und ja, riecht wirklich toll. Die Produkte von Yepora sind alle tierversuchsfrei, vegan. Und die setzen natürlich auf richtig tolle, wertige Inhaltsstoffe. Es ist für alle, die die Marke noch nicht kennen, eine tolle koreanische Gesichtspflege-Marke, die wirklich einfach mittlerweile ihr Sortiment so erweitert hat. Ich weiß noch damals, als sie angefangen haben mit den ersten Serien und so, mittlerweile haben sie so eine tolle Range. Also ihr könnt auf der Webseite wirklich euch auch Sets zusammenstellen. Die haben jetzt auch einen Adventskalender, also schaut da unbedingt mal vorbei. Die neue vegane Schneckenschleim-Gesichtscreme, ist auch richtig toll, hatte ich euch in eines meiner letzten Videos gezeigt. Also da lohnt es sich wirklich, wie gesagt, jetzt zu schauen. Code und Link, wie gesagt, in der Infobox. Da bin ich auch, glaube ich, genauso gespannt wie ihr. Ich werde morgen gleich mal gucken, am Mittwoch, was da für eine Aktion ist. Also frohe Shoppen. Ja, dann habe ich von Bad Heilbrunner noch einen Tee. Und zwar ist das ein Schlafkomplex. Den gibt es jetzt hier bei uns, bei DM, wo ich ja arbeite, mit zwei Phasen. Melatonin habe ich auch einer Freundin von mir empfohlen. Na, bist du scharf? Genau, das sind wie gesagt so kleine Sachets, tassenfertig und es ist hochdosiert, 1,5 Milligramm Melatonin für alle, die Schlafprobleme haben, wirklich schwer in den Schlaf finden oder eine schwere Zeit durchmachen, Stress haben oder, sollte man natürlich um Gottes Willen nicht jeden Tag nehmen, ich benutze ihn aktuell und ich fahre damit sehr gut. Also man merkt wirklich, wenn man den trinkt, so eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen, wie man ruhiger wird. Ich finde auf jeden Fall definitiv schneller in den Schlaf. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich schlafe länger durch. Also man muss natürlich auch immer auf diese 90 Minuten Schlafintervalle oder Schlafintervalle achten. Ne? Man sollte sich nicht da rausreißen lassen. Wenn man seinen Wecker stellt, also gucken, ne, immer 90, 90, 90. Sonst kommt man aus dieser REM-Tiefschlafphase ja sowieso raus. Aber damit habe ich wirklich das Gefühl, ich schlafe besser. Also es unterstützt mich gerade tatsächlich sehr. Ja, kann ich euch empfehlen. Gibt es, wie gesagt, bei uns bei DM. Dann würde ich sagen, was darf im Winter auf jeden Fall nicht fehlen? Ich würde sagen, definitiv Kerzen. Und da muss ich sagen, auch wenn die wirklich sehr, sehr teuer ist, auch bei DM erhältlich, ist es hier von Glade diese Vanillekerze. Ich packe sie euch mal aus. Ich habe die schon so oft, wirklich so oft nachgekauft. Ich finde sie mit 6 Euro echt unfassbar happig teuer, bin ich ehrlich. Ich habe sie eine Zeit lang aus Protest nicht gekauft, aber ich finde sie so gut vom Duft und sie erfüllt wirklich einen kleinen Raum, sodass ich da einfach nicht zugreifen kann. Also die Vanille Note riecht auch wirklich perfekt, also nicht aufdringlich, nicht künstlich, richtig angenehm, warm, cremig. Ja, also wer die noch nicht probiert hat und Duftkerzen im Vanillegeruch mag, der sollte sich die von Glade auf jeden Fall mal anschauen. Genau, das ist das. Dann bleiben wir gleich mal bei Gemütlichkeit. Und zwar hat Dresdner Essenz ein richtig tolles Cremebad rausgebracht. Das hatte ich euch auch in eines meiner letzten Hauls gezeigt. Und das duftet nach Hafermilch, Shea-Butter und auch wieder hier Vanille enthalten. Ich muss sagen, das riecht so, so toll. Es ist so richtig angenehm einfach. Shea-Butter duftet ja auch in der Regel immer richtig schön mild und so soft einfach. Ich liebe so eine Geruchsrichtung mit der Vanille. Also es ist wirklich die perfekte
Komposition an Düften, wie ich finde. Kommt man natürlich lange mit hin. Dresden Essence ist immer super, pflegt auch die Haut, muss ich wirklich sagen. Aber dazu auch erwähnen, dass ich keine super trockene Haut habe. Und ja, das ist das. Also auch wirklich eine super Kaufempfehlung. Und wir bleiben gleich mal bei derselben Firma, denn habe ich auch schon öfter nachgekauft, benutzt und jetzt wieder da das den Badeschaum. Der ist mit der, oder ist die Duftrichtung Safran, Hafer und Sandelholz. Genau, so schaut das aus. Und dann habe ich, wie gesagt, den habe ich schon öfter aufgebraucht. Dann habe ich passend dazu entdeckt, jetzt letztens bei Rossmann, das passende Duschgel. Genau, für normale und trockene Haut. Das schaut so aus. Okay. Schneidest du heute wieder das Auto? Oh, Pushy. Oh. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist so laut, aber im Video denkt man dann gar nicht, es ist... Ja, es ist gar nicht so laut, wie es mir hier vorkommt. Also, weiter im Text. Genau, das passende Duschgel. Und ich liebe ja wirklich Sandelholzduft. Das wisst ihr auch bei Kerzen und so. Und dann in Kombination mit Hafer, ich liebe ja auch dieses von Garnier wahre Schätze, dieses Hafer-Shampoo mit Spülung und Kur. Also das ist wirklich, ja, mega und kann ich euch nur empfehlen. Ja, was ich jetzt mal wieder rausgekramt habe, ich bin ja wirklich angetan von diesen ganzen Haarparfum-Geschichten. Ich zweckentfremde die, aber tatsächlich als Körperspray, weil ich mag mir ungern irgendwie Haarparfüm in die Haare sprühen, weil das ja auch austrocknet und ich weiß nicht, irgendwie habe ich ein besseres Gefühl, wenn ich das einfach als Parfüm oder Bodyspray benutze. Und da habe ich hier das Haarparfüm von Nihan, dieses Black, mal wieder ausgekramt und ihr seht, das ist halb leer. Also ich habe das schon so oft benutzt, phasenweise täglich. Und jetzt halt, wie gesagt, zum Herbst wieder rausgeholt. Es riecht blumig, orientalisch. Einfach so gut. Also das könnte, nach wie vor habe ich ja schon mal gesagt, könnte wirklich ein luxuriöses, hochwertiges Parfum irgendeinem teuren Hersteller sein. Na, mein Scheiß? Bist du wach? Finde ich ultra gut. Ich glaube, das Parfum gibt es ja gerade nicht mehr. Nihan hat jetzt ein neues rausgebracht. Auch nicht schlecht, aber kommt nicht an dieses ran, finde ich. Aber das Haarparfum sollte es so eigentlich noch geben. Und da werde ich mir, glaube ich, auch definitiv nochmal ein Backup verkaufen, weil das riecht wirklich richtig edel. Also das riecht so, so gut. Und ich finde jetzt gerade zur Winterzeit kann man so diese bisschen schwereren Geschichten super tragen. Und ja, das war das. So, und dann kommen wir zu den drei letzten Produkten, die ich auch heute trage. Einmal angefixt von meiner lieben Chefin. Liebe Grüße gehen raus an dich, falls du es schauen solltest überhaupt. Und zwar von L'Oreal ist das hier die Pro XXL Lift Mascara. Ja, hätte ich so erstmal nicht hingegriffen, muss ich gestehen. Aber ihre Wimpern sehen immer so toll aus. Und ich arbeite natürlich nicht nur an der Quelle, sondern ich teste so oder so auch wegen meinem Hobby hier YouTube super viel. Und habe gedacht, dann musst du die wohl mal kaufen. So schaut die Nummer 1 aus als Bürstchen. Und die zweite Seite ist geschwungen. Und die ist wirklich super. Ich muss sagen, ich finde die erste Bürste noch ein bisschen geiler. Also die trennt, die macht richtig Länge, die gibt Wumms, also richtig schön Farbe ab. Und auch wenn ich ein bisschen kaputti aussehe, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich mag die echt gerne. Also die macht ein wirklich tolles, intensives Ergebnis. Die werde ich mir auch definitiv nachkaufen. Die ist jetzt fast leer, wird auch in meinem Aufgebraucht-Video landen jetzt. Aber die ist super. Also die ist wirklich ihr Geld wert. Die ist natürlich ein bisschen teurer, aber ja, berechtigt, muss man wirklich sagen. L'Oreal Mascaras finde ich in der Regel eigentlich immer super. Natürlich gibt es da auch mal ein, zwei, die nicht so ganz bei den eigenen Wimpern funktionieren. Aber ihr wisst es, ich bin ja generell auch Fan von L'Oreal. Deswegen, ja, eine super Empfehlung und verkaufe ich seitdem auch sehr, sehr gerne bei uns im Laden, weil die einfach toll ist. Ja, es lohnt sich immer mal wieder auch Sachen auszuprobieren, wo man sonst vielleicht auch selber nicht so hingreifen würde. Ja, richtig gut.
So, und jetzt haben wir meine Lippenkombi. Da werden bestimmt auch einige Fragen zukommen. Ich hoffe, das sitzt jetzt alles noch an Ort und Stelle. Aber das ist einmal von Maybelline, der Color Sensational Lip Liner in der Farbe Nude Seed. Nee, Seduction. So, hier war die Abkürzung. In der 20. Genau, also der schaut so aus. Den habe ich komplett einmal auf meine Lippen aufgetragen und sie ausgefüllt. Und dann habe ich die Don't Slurp So Loud, auch die 020, aus der Marbleicious Reihe von Catrice. Das ist ein Liquid Lip Balm. Da haben die auch viele verschiedene Farbvarianten. Und ich muss sagen, die Kombination ist wirklich, wirklich herbst-wintertauglich. Richtig schön. Ich swatch euch mal Lip Liner und Gloss separat. Dann habt ihr mal einen Eindruck, wie die separat solo aussehen. Also das Gloss ist auf jeden Fall rosé-stichiger. Aber ja, ich finde, ich finde, die Kombination ist einfach wahnsinnig schön. Und ja, der Lip Liner hält natürlich auch super lange. Also die Qualität von den Lip Linern von Maybelline sind wirklich super. Ist auch nicht der einzige, den ich habe. Aber ihr wisst es ja, ich liebe so diese Nude-Rosenholz-Geschichten. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Genau. So, meine Lieben, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen inspirieren und euch ein paar tolle Tipps raushauen, die ihr vielleicht nachshoppt. Ich muss sagen, aktuell boomt die Drogerie ja von Neuheiten. Das hatte ich letztens schon mal erwähnt. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe mir jetzt auch zu Hause von einer lieben Freundin richtig coole Balea, wollte ich gerade sagen, ja, weil hier alles voller Balea gerade steht vor meinen Augen. Richtig tolle Regale ihr abgekauft von Ikea, die sie loswerden wollte. Und bei Zeit, wenn ich das endlich mal eingerichtet habe, weil ich schaffe es aktuell zeitlich nicht, dann werde ich euch das mal auf Instagram zeigen. Also Link unten von meinem Instagram-Account auf jeden Fall, ist auf jeden Fall vorhanden. Klickt euch da gerne mal rein. Da zeige ich euch immer so ein bisschen aus meinem Alltag und Co. Und da werde ich das dann mal posten, weil ich möchte meine Produkte ein bisschen so komplett übersichtlich gereiht aufbauen. Offen, so ein bisschen wie im Laden. Aber dadurch, dass ich damit arbeite, brauche ich mittlerweile einfach eine bessere Übersicht, damit auch nichts in Vergessenheit gerät beim Vergleichen und Testen und ne. Ja, und deswegen, abonniert mich da auch gerne, schaut mal vorbei, da würde ich mich freuen und dann werdet ihr das auch bei in naher Zukunft sehen. Genau, also denkt ans Abo, auch hier würde ich mich riesig drüber freuen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch gut. Macht euch noch eine wundervolle Zeit, je nachdem, wann ihr dieses Video geschaut habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video. Bleibt mir gesund und bis ganz bald. Ciao!